Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Bitcoin ist jetzt so verlaufen, wie wir es im letzten Video besprochen hatten, denn wir hatten hier über diesen Bollinger Band Squeeze hier gesprochen und ich hatte euch gesagt, seid hier vorsichtig, wir könnten hier einen volatilen Move beim Bitcoin erwarten. Und was ist daraufhin passiert? Bitcoin ist hier von ca. 19.000 US-Dollar hochgepumpt hier bis 20.400 US-Dollar. Und wie es jetzt weitergehen könnte, ob das Ganze vielleicht nur eine Falle ist oder ob wir schon den Boden erreicht haben, das Ganze werden wir in diesem Video besprechen, denn ich habe zusätzlich noch zu den Pattern, die ich auf den Charts gefunden habe, für euch eine extrem interessante On-Chain-Analyse. Also bleibt hier unbedingt bis zum Ende dran. Und bevor wir mit dem Video starten, Leute, es gibt von BitGet weiterhin noch die Aktion, die läuft bis zum 8.10. Was passiert dort? Dort gibt es einen 10.000 USDT Preispool mit meinem Link, den ihr in der Videobeschreibung findet. Dort gibt es mit meinem Link einen Ersteinzahlungsbonus von bis zu 5.000 US-Dollar. Zusätzlich noch könnt ihr noch für eure erste Einzahlung 10% des Einzahlungsbetrages als Trading-Bonus zurückbekommen. Das heißt, theoretisch, wenn ihr 1.000 USDT einzahlt, bekommt ihr einen Trading-Bonus von bis zu 100 USDT, das ist das Maximum pro Person. Und die ersten 100 Leute, die sich anmelden, diese werden für diese Aktion zugelassen. Das heißt, ihr könnt 100 USDT euch gratis abholen und könnt damit schon mal traden. Mit einem 100er Hebel zum Beispiel, was ich natürlich nicht empfehle, wäre das aber eine Position von 10.000 USDT. So, wir starten jetzt direkt mit den Charts, denn hier wird das Ganze gerade ein wenig interessant, denn Bitcoin hängt hier an einem extrem wichtigen Widerstand. Und warum das Ganze ein Widerstand ist, schauen wir uns jetzt natürlich hier genauer an, denn hier sehen wir, dass Bitcoin momentan an dieser roten Box hier hängt. Wir sehen hier einmal Widerstand, dann hatten wir zuvor hier Widerstand und zuvor hatten wir nochmal hier und hier nochmal Widerstand an dieser Zone. Und das könnte jetzt dazu führen, dass wir wohlmöglich vielleicht einen Breakout beim Bitcoin sehen könnten. Dazu müssten wir natürlich erstmal diese rote Zone, die hier bei ca. 20.200 bis 20.400 US-Dollar liegt, diese Zone müssten wir nach oben hin durchbrechen, denn wir bilden hier auch unten, wenn wir uns das Ganze anschauen, eine aufsteigende Supportlinie beim Bitcoin, denn wir hatten hier dreimal Support schon mal angetestet und somit bilden wir hier natürlich ein Ascending Triangle. Jetzt würden natürlich viele sagen, das Ascending Triangle ist ein bullisches Pattern, doch wir müssen darauf achten, dass wir aus einem Downtrend hier in dieses Ascending Triangle reinkommen. Und dafür habe ich euch zwei Beispiele einmal hier rausgesucht, mit dem wir das Ganze hier einmal verdeutlichen können, denn wir haben hier einmal das Ascending Triangle als bullisches Reversal. Hier sehen wir in einem Downtrend, dass dieses Ascending Triangle als bullisches Reversal hier fungieren könnte. Das heißt, hier wäre in diesem Beispiel der Fall, dass wir womöglich hier einen Breakout nach oben sehen könnten. Muss natürlich nicht heißen, dass wir jetzt ausbrechen, sondern vielleicht werden wir von diesem Support nochmal rejected, finden hier nochmal an dieser aufsteigenden Supportlinie Widerstand und brechen dann nach oben hin aus. Und das wäre in diesem Fall erstmal das bullische Preisziel. Wir schauen uns auch einmal an, wo das Preisziel hier circa liegen würde. Setzen es hier an die mögliche Ausbruchstelle. Und das Preisziel wäre bei 22.500 US-Dollar circa. Wo genau? Natürlich hier in unserer extrem wichtigen nächsten Widerstandsbox, die wir... das setzen wir mal zurück, genau hier in unserer wichtigen Widerstandsbox, die wir natürlich hier haben. Das wäre das nächste Preisziel, was natürlich hier auch technisch definitiv Sinn ergeben würde. Doch wir haben hier immer noch die Möglichkeit, dass wir ein potenzielles Breakout nach unten von diesem Ascending Triangle sehen könnten, denn das sehen wir dann hier in diesem Fall, dass dieses, ich habe hier ein Rising Wedge, allerdings hier, ich erkläre euch das so einmal. Wir könnten aus diesem Ascending Triangle auch ebenfalls nach unten ausbrechen, denn es gibt auch die Theorie, wenn man aus einem Downtrend in ein Ascending Triangle reinkommt, dass man dann hier den Breakout nach unten sehen könnte. Was muss denn hier für diesen Breakout passieren? Ich wäre hier beim Breakout nach unten definitiv erstmal vorsichtig. Natürlich könnte man jetzt hier sagen, ja, wenn dieser aufsteigende Support nach unten durchbrochen wird, gehe ich hier in diese Position rein, doch hier muss euch klar sein, wir warten immer ab, bis das vorherige Low hier nach unten durchbrochen wurde. Dieses vorherige Low liegt hier in etwa bei ca. 19.000 US-Dollar, das heißt, sollten wir hier im Breakout nach unten sehen,
Warten wir ab, bis diese 19.000 US-Dollar nach unten durchbrochen werden. Dann haben wir aber immer noch hier diesen wichtigen Support bei 18.500 US-Dollar. Also hier definitiv noch weiterhin gefährlich. Was man mit hohem Risiko traden könnte, wäre, dass man hier darauf wartet, dass wir von diesem wichtigen Widerstand hier rejected wird und dass man hier gegebenenfalls bis zu diesem aufsteigenden Support hier einen Trade mitnimmt. Wenn wir uns das Preisziel hier einmal das technische, legen wir es mal hier an diese Stelle nach unten hin aus anlegen, dann sehen wir hier ein Preisziel von 17.200 US-Dollar zu der Downside. Doch wie sieht es denn hier jetzt auf den größeren Timeframes aus? Denn auf den größeren wird das Ganze gerade meiner Meinung nach jetzt extrem interessant. Denn auf dem Weekly haben wir ja hier weiterhin diesen abfallenden Widerstand, der hier weiterhin Widerstand bildet. Und wir sehen, dass Bitcoin hier gerade an diesem Widerstand hier klebt. Das heißt, mit der nächsten Weekly Candle müssten wir hier Minimum ein Breakout sehen können, entweder nach oben oder nach unten. Wir sitzen ja hier mit dem Bitcoin auf einem extrem wichtigen Widerstandsbereich, auf extrem wichtigen Supportbereich, denn das ist dieser Bereich von unserem alten All-Time-High von 2017, 2018 und hier hatten wir nochmal Widerstand hier drin und hier sehen wir, dass dieser vorherige Widerstand jetzt zum Support geworden ist und Bitcoin hält hier weiterhin diesen Support, was natürlich erstmal ein sehr, sehr gutes Zeichen hier für Bitcoin ist, dass wir hier weiterhin diesen Support halten. Das heißt, nächste Woche könnte es nochmal sehr, sehr interessant werden, ob wir hier denn diesen Breakout aus dem Bitcoin sehen. Und kommentiert doch gerne mal unter diesem Video, ob ihr denkt, ob der Boden schon drin ist. Denn hier auf dem Weekly könnten wir auch theoretisch an dieser Stelle, wenn wir hier unsere Neckline nämlich ansetzen, so, wenn wir das mal grob so einzeichnen, hier ein Double Bottom sehen. Das heißt, mit einem W-Pattern könnten wir hier mit dem Bitcoin sehr schön ein Reversal sehen und hier nach oben hin ausbrechen. Das heißt, dann hätten wir hier in diesem Fall schon an dieser Stelle den Boden für Bitcoin erreicht. Doch schauen wir uns doch mal einmal die On-Chain-Analyse an, was denn hier an dieser Stelle passiert. Denn diese On-Chain-Analyse ist meiner Meinung nach extrem wichtig. Was sehen wir denn auf dieser On-Chain-Analyse? Wir sehen die Bitcoin-Wale, das heißt, was denn diese Bitcoin-Wale momentan tun. Ihr wisst ja, es wird spekuliert, dass die Bitcoin-Wale hier das Ganze unter Kontrolle haben. Und was machen diese Wale natürlich? Sie dumpen den Preis, erhöhen hier Panik im Markt, damit ihr eure Bitcoins günstig an sie abgibt. Hier akkumulieren sie, dann pumpt der Preis wieder und es wird darauf gewartet, dass die Privatanleger FOMO bekommen und diese treiben den Preis wieder nach oben. Die Wale verkaufen natürlich oben und haben wieder ihren Profit mitgenommen. Und deshalb beobachten wir, was machen denn die Wale? Was denn in der Vergangenheit passiert? Wir sehen hier an dieser Stelle, an diesem roten Pfeil, der hier aufsteigt, dass in der Vergangenheit die Wale sehr viel USDT, also Stablecoins, hier angesammelt haben. Dabei, wenn als dieser angestiegen ist, also dieser USDT-Supply angestiegen ist, ist gleichzeitig der Bitcoin-Supply, den diese Wale gehalten haben, gefallen. Das heißt, hier sieht man sehr schön, die Bitcoin-Wale haben ihre Bitcoins gegen USDT verkauft. Wahrscheinlich, weil sie davon ausgegangen sind, dass der Markt weiterhin fallen wird. Doch jetzt gibt es eine Kehrtwende hier an dieser Stelle. Denn der USDT-Supply von diesen Walen fällt momentan weiter und der Bitcoin-Supply geht weiter hoch. Das heißt, wir sehen hier, dass diese Wale angefangen zu haben zu akkumulieren. Und meiner Meinung nach ist das auch jetzt kein schlechter Zeitpunkt, Bitcoins Spot zu akkumulieren. Denn das Ganze machen genau diese Wale jetzt. Und das Ganze könnte natürlich ein Hinweis darauf sein, dass wir hier den Boden beim Bitcoin gefunden haben. So, das war es auch schon mit einem kurzen Update heute für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir unbedingt ein Like da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Updates verpasst. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und bis morgen.